Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Bevor ich im Einzelnen auf den vorliegenden Antrag eingehe, sei mir ein kurzer Rückblick auf die Dezember-Sitzung gestattet. Dieses erscheint mir wichtig, damit die interessierten Bürger in Mecklenburg-Vorpommern die Notwendigkeit unseres Antrages sowie die gleich darauf folgenden Argumentationsmuster der Blockparteien. Ich bitte doch die beiden Herrschaften hier vorne von Disputen abzusehen, die den Redner nicht mehr verständlich machen. Jetzt können Sie fortfahren, Herr Müller. Im Dezember forderte meine Fraktion hier in diesem Hause, in allen Polizeiinspektionen des Landes mobile Sondereinheiten vordergründig zur Aufklärung von Ausländerkriminalität einzusetzen. Der Grund dafür war zum einen die enorme Überlastung und Unterbesetzung bei der Landespolizei und zum anderen die schwerpunktmäßige Kriminalitätsentwicklung in und um Asylunterkünfte in unserem Land. 2260 Polizeieinsätze innerhalb von 2 Jahren sprechen mehr als eine deutliche Sprache. Das waren durchschnittlich etwa 3 Polizeieinsätze täglich allein in den Asylunterkünften in Mecklenburg-Vorpommern. Dieses offiziell durch die Landesregierung aufbereitete und zur Verfügung gestellte Zahlenmaterial diente als Beweis für den neu entstandenen Kriminalitätsschwerpunkt. Im völligen Desinteresse gegenüber dieser Faktenlage trat Peter Ritter im Namen der Blockparteien mit der üblichen rosaroten Asylbrille und linksverdrehten Wunschbildern ans Rednerpult. Die Kriminalität sei rückläufig, der NPD-Antrag fremdenfeindlich und die interkulturelle Kompetenz der Polizeibeamten lassen zu wünschen übrig. So der gutmenschliche Tenor. Wir wissen, dass auch heute der Gegenredner der Blockparteien nicht ohne diese Multikulti-Brille ans Mikrofon treten wird. Wieder werden Weltkriege, Nationalsozialismus oder Rostock-Lichtenhagen als argumentative Grundlage für ihr illusorisches, friedliches und weltoffenes Miteinander herhalten müssen. Doch zum Glück kommen Sie mit Ihren Hirngespinsten nicht mehr über die übliche politische Selbstbefriedigung hinaus. Die Menschen im Land erreichen Sie damit schon lange nicht mehr. Ein Beispiel: Mehr als 2500 Gegendemonstranten wurden für den 19. Januar in Stralsund gegen MV Gida erwartet. Seite an Seite mit Erwin Sellering, Jürgen Suhr und Silvia Brettschneider sollte ein deutliches Zeichen für mehr Welt, Offenheit und Toleranz gesetzt werden. So jedenfalls waren die gut platzierten, aber nervigen Aufrufe in Zeitungen, Radio und Fernsehen zu verstehen. Der ganze Zirkus half nichts. Nicht einmal 300 Menschen haben sich auf dem neuen Markt versammelt. Augenzeugen berichteten, dass es sich dabei in der Mehrheit nicht um Stralsunder Bürger handelte. Der Großteil der anwesenden Gutmenschen verbuchte den Protest unter Arbeitszeit und ließ sich wahrscheinlich noch die Reisekosten erstatten. So sieht Ihre gelebte Demokratie aus. Das sind die Folgen Ihres Schweriner Weges, der Sie eines Tages ins endgültige politische Abseits führen wird. Mit dem vorliegenden Antrag fordern wir heute die Einrichtung und Ausstattung einer zusätzlichen Kammer für Asylverfahren. Eine schnellere Bearbeitung von Asylverfahren wäre dadurch möglich und der Asylmissbrauch könnte zumindest wirksam eingedämmt werden. Auch die Rechtspflege in MV bekommt die Auswirkungen des Ansturms von Wirtschaftsflüchtlingen mehr als deutlich zu spüren. Mittlerweile schrillen sogar beim Justizministerium die Alarmglocken. Anscheinend gibt es die Überlegung, das Verwaltungsgericht Schwerin deshalb mit mehr Richterstellen und einer zusätzlichen Kammer auszustatten, die sich ausschließlich mit Asylverfahren beschäftigt. Wir fordern die Überlegung, unverzüglich in die Tat umzusetzen. Hintergrund sind die steigenden Ablehnungen von Asylgesuchen durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Denn bevor es zu einem Verfahren am Verwaltungsgericht kommt, müssen die Asylanten, mehr als 98% davon sind keine politischen Verfolgten, ihre Anträge an die Außenstelle Horst des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge richten. Werden diese als unbegründet zurückgewiesen, und das ist folgerichtig beim Großteil der Anträge der Fall, kann der Antragsteller beim zuständigen Verwaltungsgericht Klage einreichen.
Es gibt gewisse deutschfeindliche Kreise, die dafür sorgen, dass kein Asylant diese Möglichkeit versäumt. 2011 gab es beim zuständigen VG Schwerin 409 entsprechende Eingänge im Hauptverfahren. 2013 bereits 707. Erledigt wurden in diesen Jahren zwar 329 bzw. 429 Fälle, doch ist auch der jeweilige Bestand zum Ende eines Berichtszeitraums gestiegen. Von 717 2011 auf 974 2013. Bei den Eilverfahren waren 128 Fälle Ende 2013 noch unerledigt. 2012 betraf dies nur 21 Fälle. Die langwierige Bearbeitungszeit der Anträge ist einer der Gründe dafür, dass derzeit rund 5.000 Asylbewerber in Mecklenburg-Vorpommern leben, deren Verfahren bis heute nicht abgeschlossen sind. Für den Steuerzahler bedeutet das 5.000 Mal tägliche Vollverpflegung, die Bereitstellung von 5.000 Unterkunftsplätzen und 5.000 Mal monatlich wiederkehrende Bargeldausgaben über einen Zeitraum von bis zu 3 Jahren. Das alles, obwohl auch von diesen Verfahren vor den Verwaltungsgerichten erfahrungsgemäß der Großteil zu Recht negativ beschieden wird. Ganz zu schweigen davon, dass rein rechtlich betrachtet die BRD und somit auch Mecklenburg-Vorpommern kaum Asylanten aufnehmen bräuchte. Laut Dublin III-Verordnung haben Asylbewerber ihre Anträge in dem EU-Land zu stellen, in das sie zuerst einreisen. Polen müssen demnach für Tschetschenen, Großclans und anderen Kaukasus-Völkerscharen Sorge tragen. Spanien, Italien und Griechenland hätten sich in der Hauptsache um jene Personen zu kümmern, die aus Afrika kommen. Theorie und Praxis klaffen aber auch hier meilenweit auseinander. Deshalb ist das Gebot der Stunde, zur Selbsthilfe zu streiten. Folgende Maßnahmen würden von einer nationalen ausgerichteten Regierung sofort umgesetzt: Schaffung von Asylschnellgerichten, Wiedereinführung von altbewährten Grenzkontrollen, Abschaffung des einklagbaren Grundrechts auf Asyl, Einrichtung von Sammelunterkünften fernab von Wohnsiedlungen, Wiedereinführung der Residenzpflicht sowie Ausreichung von Sachzuwendung statt Bargeld. Vielen Dank. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Frau Borchert, Ihre Rede kann man kurzum zusammenfassen unter dem Motto: Wenn ich nicht mehr weiter weiß, erzähle ich vom Dritten Reich. Doch nun zurück zu unserem Antrag. In Artikel 16a1 des Grundgesetzes heißt es: Politische Verfolgte genießen Asylrecht. Zum Vergleich ein Rückblick. 1972 lag die Anerkennungsquote für Asylberechtigte im Sinne des Asylartikels des Grundgesetzes noch bei 39,8%. Damals gab es allerdings auch nur 5.289 Asylbewerber. 2013 lag die Quote bei 1,1%. Das Asyl für politisch Verfolgte lässt sich nicht auf Wirtschaftsflüchtlinge oder andere Menschen übertragen, die einfach gerne, aus welchen Gründen auch immer, nach Deutschland kommen möchten. Genau dieses Bleiberecht für alle wird aber von Lobbyverbänden, Systemmedien und Blockparteien wie von Frau Borchert lautstark gefordert. Auf deren Demonstrationen übrigens gerne ergänzt mit den Parolen: Deutschland verrecke oder das Volk muss weg. Strengt man jedoch den Kopf an und nimmt die rosarote Brille ab, erkennt man schnell, dass die Aufnahme aller Bittsteller dieser Welt unmöglich ist. Laut den Global Trends der Vereinten Nationen befanden sich 2012 weltweit 45,2 Millionen Menschen auf der Flucht. 2013 waren es bereits über 51,2 Millionen, Herr Ritter. Auch die rund 100 Millionen verfolgten Christen weltweit legen die Schlussfolgerung nahe, dass es kein Staat garantieren kann, im Zweifelsfall alle diese Menschen aufnehmen zu können. Die grundgesetzlich verankerte Garantie auf Asyl kann im Ernstfall, Herr Ritter, also überhaupt nicht umgesetzt werden. Geschweige denn ein Bleiberecht für alle.
Noch spannender wird es, wenn sich die Prognose des Bevölkerungswissenschaftlers Gunnar Heinsohn bewahrheiten sollte. Demnach würden gerne 700 Millionen Afrikaner, also rund 2/3 des gesamten Kontinents, in die erste Welt nach Europa oder Amerika auswandern. Solange statt volksfreundlicher Politiker nur Marionetten auf den Regierungssesseln sitzen, sollten wir wenigstens die Gerichte umfänglich mit Personal ausstatten, Herr Krüger. Nur eine kurze Verfahrensdauer gibt dem Antragsteller schnellstmögliche Gewissheit über seine persönliche Zukunft. Nur eine kurze Verfahrensdauer erspart dem deutschen Steuerzahler die Verschwendung von Millionen. Und nur eine kurze Verfahrensdauer ist als deutliches Signal gegen Asylbetrüger zu verstehen. Und mit kurz meinen wir nicht den Bundesdurchschnitt von circa 7 Monaten. Wie ein Sprecher des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge vor wenigen Wochen in Nürnberg mitteilte, könnten Verfahren für Flüchtlinge aus extrem unsicheren Herkunftsländern im Idealfall innerhalb von 11 Tagen nach Antragstellung abgeschlossen werden. Durch Fragebögen könnten in diesen Fällen meist auf eine mündliche Anhörung verzichtet werden. Warum soll dies nicht auch auf andere Verfahren übertragbar sein? Zum Beispiel für Flüchtlinge aus extrem sicheren Herkunftsländern. Eine zusätzliche Kammer würde hier den nötigen Schwung reinbringen und mittelfristig die Verfahrensdauer auf nur wenige Tage verkürzen. Selbstverständlich macht die Einrichtung und Ausstattung einer zusätzlichen Kammer Asylverfahren nur Sinn, und auch das haben wir in unserem Antrag unter Punkt 3 formuliert, wenn die rechtskräftig abgelehnten Asylbewerber auch unverzüglich abgeschoben werden. Punkt 4 halten wir in diesem Zusammenhang für ebenso wichtig. Der Einsatz der Landesregierung auf Bundesebene dafür, dass die illegale Einwanderung nach Europa und somit auch nach Deutschland unverzüglich mit allen wirksamen Mitteln unterbunden wird. Vielen Dank.